Hi Leute, ich bin zurück in Seoul. Ich habe den ersten halben Tag überlebt hier. Ich bin gestern Abend erst angekommen und war total müde und musste heute früh dann schon wieder gleich in die Uni. Und ich habe totalen Jetlag, alles ist durcheinander. Ich darf jetzt nur nicht schlafen, weil wenn ich jetzt irgendwie schlafe, dann kann ich heute Nacht nicht schlafen. Bei mir hat es gleich wieder ziemlich schnell, also alles fängt sofort wieder an. Ich habe jetzt jeden Tag von 9 bis 1 Koreanischunterricht. Und ich wollte mich einfach mal kurz bei euch melden. Manche von euch wissen das vielleicht schon durch meine ganzen Instagram-Bilder, aber wir haben seit kurz bevor ich nach Hause gefahren bin, also über Weihnachten, haben wir einen Kater. Und der liegt auch gerade zufällig neben mir. Der heißt Dalbumi. Und während ich weg war, hat er sich, glaube ich, so ein bisschen an mein Zimmer gewöhnt. Also er hat es ein bisschen für sich eingenommen. Man kann es ja schon sehen, er liegt auf meinem Bett. Aber ich hatte mir überlegt, ich habe im Moment recht viele Decken und dachte mir, okay, ich versuche mal, ihm so eine Art Alternativbett zu machen, dass er dann vielleicht nicht, während ich schlafe, die ganze Zeit auf meins kommt. Und zwar ist das das da und man kann sehen, dass er das auch gleich angenommen hat, denn diese Kuhle da zeigt, dass er sich da gleich hingelegt hat. Im Moment mag er aber lieber das Bett. Jetzt muss ich noch mal raus, leider an die Kälte und meine Alien Registration Card abholen. Das wollte ich eigentlich schon machen, bevor ich nach Hause gegangen bin. Das ist so eine Karte, die man hier braucht als Ausländer, wenn man irgendwie länger als 3 Monate hier ist. Aber dieses Büro hatte zu, als ich da vor den Ferien hingegangen bin. Deshalb muss ich es jetzt machen und ich dachte, ich nehme euch auch noch mal kurz mit raus. Ich trage übrigens gerade diesen Pulli, den ich in dem letzten Haul gezeigt habe, der so ein bisschen Glitzer drin hat. Ich weiß nicht, wie gut ihr das jetzt hier in meinem Spiegel sehen könnt, aber das ist der Pulli. Also ein kleines Mini-Outfit-Peak. Darunter habe ich halt so ein weißes Tank. Jetzt gerade im Moment Schal und Mütze auf, weil ich gleich rausgehe. Und eine schwarze Hose. Und dazu dann meine Götzschuhe. Also, bis gleich. So, hier sind nochmal die Schuhe zu dem Outfit eben. Sind die, die ich bei Götz gekauft hatte. Die habe ich euch jetzt schon ein paar Mal gezeigt und die erwähnt. So sehen die aus. Und wie ihr auf dem Boden sehen könnt, es ist schon ziemlich kalt. Hier ist Schnee und Eis. Aber es ist ertragbar. So, ich habe es endlich rausgeschafft. Wenn ich jetzt nicht langsam gegangen wäre, dann wäre ich doch noch eingeschlafen in meinem Zimmer und hätte den restlichen Tag verpasst. Aber ich habe es geschafft und jetzt muss ich mir erstmal wieder Geld auf meine so U-Bahn-Karte tun, weil ich ja jetzt so lange nicht mehr hier war und die war, glaube ich, leer, als ich gegangen bin. Also, das wird dann erstmal der erste Schritt zurück in Seoul. An solchen Automaten hier lädt man seine Karte dann auf, was ich auch gleich tun werde. Und dann kann man dort sich einfach durch dingsen, also mit der Karte da oben drauf und dann kommt man durch. Und gleich bin ich dran. Und zwar, die Karte sieht so aus und ich habe jetzt 10.000 Won draufgeladen, damit das wird mich eine Weile lang halten. Und jetzt kann ich, wie gesagt, hier durch. Ich laufe einfach mal mit euch durch. Da ist der grüne Pfeil und zack. Und ich bin durch. Jetzt geht's weiter. So einfach geht das. Also wenn ihr mal nach Seoul kommt und nicht wisst, wie das geht, dann ist wirklich nicht schwer. Ihr müsst nur keine Angst haben. Und jetzt gehe ich hier so einen riesen langen Elevator runter. So lang ist der. So sieht es dann unten in der U-Bahn aus. Im Moment sind hier ziemlich wenig Leute. Aber ich denke dann in der Bahn, die dann kommt, die wird bestimmt voll sein. Und hier sind immer so Fernseher. Bei dem Fernseher hier kann man sehen, wo die Bahn sich gerade befindet. Die ist jetzt gerade eine Station weg von meiner Station. Und dann sieht man immer, wann die ungefähr ankommt. Ja.
Your hand fits in mine like it's made just for me. But bear this in mind, it was meant to be. And I'm joining up the dots with the freckles on your cheeks. And it all makes sense to me. I know you've never loved the crinkles by your eyes when you smile. You've never loved your stomach or your thighs. The dimples in your back at the bottom of your spine. But I love them endlessly. And I won't let these little things slip out of my mouth. But if I do, it's you. Oh, it's you. They add up to I'm in love with you. All these little things. So, ich habe es geschafft. Ich bin endlich hier. Und diesmal hat es auch auf. Dann wollte ich euch auch noch an dieser Stelle dazu einladen, mir ganz, ganz, ganz viele Fragen über Korea zu stellen. Wirklich alles, was euch irgendwie einfällt. Weil ich gemerkt habe, dass euch diese Videos sehr gefallen über Korea und Koreanisch. Also postet mir die Fragen unter dieses Video und ich werde sie dann irgendwie in den nächsten Videos beantworten. Ich freue mich auf die Fragen und ich verabschiede mich dann erstmal. Also bis dann. Tschüss!